So, weiter geht's heute mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered und wir machen heute wieder was mit den Cops. Den haben wir ja schon gefahren. Dann fahren wir jetzt die Vorschau hier. Für eine streng begrenzte Anzahl anspruchsvoller Kunden verbindet der 177 fortschrittliche Technologie mit atemberaubenden Aston Martin Design zur möglicherweise begehrenswertesten automobilen Kunstform. Der 177 von Aston Martin befindet sich auf dem Grenzpfad zwischen limitiertem Kunstwerk und purer technologischer Innovation. Die 77 künftigen Eigner werden für ihre Hingabe außergewöhnlich belohnt. Denn dieses Auto vereint in vollendeter Art die Elemente, die Aston Martin heute auszeichnen. V12 Power, Leichtbauweise, moderne Materialien, handwerkliches Können, überragendes Design und unbeschreibliche Eleganz. Für Aston Martin ist der 177 eine einmalige Gelegenheit, ein Auto als funktionale Kunst zu entwerfen. Ein Objekt der Schönheit und Besinnung, mit dem eine Interaktion möglich ist, die nur wenige Auserwählte auf einer rein persönlichen Basis genießen werden können. Ja, und damit gehen wir rein. So, was haben wir denn hier als Aufgaben? 1,51 für 6.000, 2,1 für 4.000 und 2,24 für 2.000 knacken. Okay, gut, ja. Ich denke mal, das ist wieder hier so ein Schnellrennen, Schnelltest, wie auch immer. Schnelleinsatz, ja. Weiß ich nicht. Okay, den haben wir ja schon mal, machen wir jetzt auch nochmal. Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf der Lost Hawk Road. Na dann, let's go. Alle Einheiten bitte melden. Wir sind insgesamt 8,4 Kilometer, die uns jetzt bevorstehen. Aua. Das war die Wand. Die dann meine Fässer nehmen fassen können. Das ist nicht im Weg. Ah, der kostet uns jetzt gerade unnötig Zeit. Wir platzen mal auf vorne zu gehen. Geht von aus. Ja, doch, Till. Ja, ganz. Scheiße. Ich habe auch viel Zeit verloren. Scheiße, Mann. Egal. Passiert. Haben wir denn überhaupt? Nee, der 50.000 kann man nicht hin. Schade. Zumindest haben wir ein neues Auto. Ein Audi TTRS. Okay, den haben wir nochmal als Highway-Streife jetzt. Ich glaube, den haben wir nochmal als Racer, haben wir den, glaube ich, schon. So.
Dann haben wir das. Ach, müssen wir das Ding echt auf Gold fahren? Ja, gut, müssen wir es auch manchmal aufs Spiel machen. Ich guck gerade. Ich weiß nicht, dass ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust auf Nerds nochmal so ein. Langweilig sehen. Müssen wir die tatsächlich auf Gold fahren? In der Mission wurde dein Interceptor-Fahrzeug mit einem Abwurfmechanismus für Nagelbänder ausgerüstet. Ah, cool. Aktivierst du diese Waffe, wird am Heck deines Wagens ein Nagelband abgeworfen. Fährt der Verdächtige über das Band, was sein Wagen beschädigt und ist vorübergehend bewegungsunfähig. Nutze diesen Moment, um den Verdächtigen zu stellen. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern mitführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause nötig. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Einsatzleitung Ende. Okay. Mazda X8. Dann starten wir mal rein ins Rennen. So, 5 Nagelbänder, die wir dabei haben. 2 Minuten brauchen wir, um 6.000 Kopfgeld zu holen. 4.000 Kopfgeld für 3 Minuten. Und 2.000 Kopfgeld fürs Stellen alleine nur. Okay. Da gibt es aber auch nur die Anerkennung. Naja, wie immer sei. Wir gucken mal, wie es läuft. Officer verfolgen ein Subaru und Preza auf dem South Face Drive. Bestätige. Interceptor Einheit ist unterwegs. Von der Straße runter, in den Wald. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Den hat auf jeden Fall schon mal einen mitgegeben. Definitiv. Ich
kam noch nie wirklich davor, dass ich dann mal so sitzen konnte. Naja, 500 fehlen noch, um den zumindest ein bisschen. Naja, wie immer sei. So, wir sind durch mit den Kampf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit den Racern.